Mein Name ist Konrad Förstner. Ich bin von der Universität Würzburg heute hier und leite Sie heute hier durch den Abend. Das ist ein Teil eines Konzeptes, in dem verschiedene Menschen zusammenkommen und diskutieren können. Es geht, wie schon gesagt, um offene Wissenschaft heute. Und das Konzept ist, sich am Alphabet etwas lang zu hangeln. Und heute ist der Buchstabe Q Thema und Q im Speziellen die Qualität. Und zwar die Qualität in der Wissenschaft. Die Frage, um die sich heute alles drehen wird, ist offene Wissenschaft die bessere Wissenschaft? Dazu haben wir Gäste hier und wie Sie sehen, Sie haben wahrscheinlich Christina Riesenweber erwartet, das bin ich nicht. Ich bin eigentlich einer, der hier sitzen sollte. Christina ist leider krank geworden, deshalb habe ich heute übernommen und ich freue mich schon richtig, jetzt mit den anderen gleich darüber reden zu können. Ich will noch ein bisschen zum Gesamtrahmen hier machen. Das eine ist, dass wir heute auch wieder einen Künstler haben. Julian Fahrenholz wird heute hier im Raum nebenan zwei seiner Serien vorstellen. Also im Nachhinein können die Teilnehmer hier entsprechend sich das anschauen. Und da möchte ich auch sehr warm zu einladen und auch gerne dann zur Diskussion entsprechend einladen. Des Weiteren, die Leute, die hier sind, haben natürlich die Chance, mit uns direkt zu diskutieren. Alle anderen, wir haben hier den Hashtag auch nochmal an der Wand, das ist WM.de Salon und da kann dann über Twitter unter diesem Hashtag entsprechend Fragen gestellt werden, die wir dann im Ende der Sendung, das heißt nach etwa 60 Minuten dann angehen und dann hier zusammen besprechen möchten. Da bleibt es mir jetzt eigentlich nur noch über meine Gäste hier mit auf die Bühne zu holen und einfach mal hierher zu holen. Bitte. Wir fangen einfach mal an. Wir bleiben definitiv beim Du, aber dennoch erstmal mit dem vollen Namen beginnend. Das zum einen sitzt neben mir Dr. Isabel Steinhardt. Sie ist Soziologin an der Universität Kassel. Hallo Isabel. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo. Daneben haben wir Professor Dr. Vera Meyer. Sie ist Open Access Beauftragte der TU Berlin und auch in der Biotechnologie eine Wissenschaftlerin. Guten Tag. Hallo. Und dann ganz weit von Ihrer Seite rechts ist Martin Hammitsch. Martin ist Leiter E-Science-Zentrum am Helmholtz-Zentrum GFZ in Potsdam. Hallo Martin. Hallo. Ja, offene Wissenschaft ist mittlerweile in aller Munde. Ich bin selber gerade hier, weil gestern ein Barcamp zu dem Thema stattgefunden hat. Heute ist auch eine Open Science Konferenz dazu stattgefunden. Das heißt, es ist in aller Munde, zumindest in unserer kleinen Blase hier, aber es ist auf jeden Fall ein Thema mit viel Potenzial und viel Drive momentan. Jetzt stellt sich nur natürlich die Frage, ist das jetzt wirklich die bessere Wissenschaft? Ist das wirklich ein Garant für Qualität? Und das wollen wir heute einfach mal zusammen angehen. Ich würde sagen, wir beleuchten das einfach mal allgemein. Welche Teile der Wissenschaft könnte man denn offener machen und damit besser machen? Also es gibt da so Schlagworte wie Open Access, was vielleicht der Startpunkt dieser ganzen Bewegung war. Es gibt Open Peer Review, wo die Begutachtung von Manuskripten statt im stillen Kämmerlein in der Offenheit, in aller Öffentlichkeit stattfindet. Es gibt Schlagworte wie Open Data, Open Source und auch viele andere Teilaspekte, die letztendlich geöffnet werden können. Und da wollen wir vielleicht mal anfangen, wo wir hier sehen, wo man am meisten Veränderungen herbeibringen kann. Das heißt, die Wissenschaft besser machen kann, die Qualität erhöhen kann. Isabel, ich möchte mal mit dir anfangen. Was würdest du sagen, wo sollte man eigentlich anfangen? Was ist eigentlich der Knackpunkt oder so, wenn du dir jetzt beim Weihnachtsmann eine Sache wünschen könntest, was wäre es in Bezug auf offene Wissenschaft? Also für mich hat offene Wissenschaft das größte Potenzial in dem Zusammenhang, den Forschungsprozess nachvollziehbar und transparent zu machen, durch die ganzen Möglichkeiten, die mit digitalen Technologien entstanden sind. Ob das über Blog ist, über die ganzen Repositorien.
diesen ganzen Forschungsprozess mal offen zu gestalten und transparent zu machen, finde ich eine der wichtigen Punkte von Open Science. Mhm. Vera, in welche Richtung würdest du gehen? Ich würde diesen Aspekt aufgreifen, würde ihn weiterführen in Richtung, dass diese Transparenz auch zu einer Nachhaltigkeit führt, dass auch in 10, in 20 Jahren andere Forscher zu dem gleichen Thema mit diesen Daten arbeiten können, Meta-Analysen durchführen können. Ich finde aber grundsätzlich, dass die Qualität der Wissenschaft was mit Reproduzierbarkeit zu tun hat und das hat nichts mit Open oder Closed Access zu tun. Das ist ein grundsätzliches Problem, was man angehen muss und von dem ich hoffe, dass wir es heute auch diskutieren. Mhm. Martin, was meinst du? Wo sollten wir anfangen? Also ich denke, das sind auf jeden Fall die zwei unter vielen, aber die zwei, die auf jeden Fall groß stark berücksichtigt werden sollten. Und ein weiterer wichtiger Aspekt wäre sicherlich Interdisziplinarität. Also Open Science eröffnet, das ist einfach ein großes Potenzial da, dass Wissenschaften über Domänen hinaus miteinander vernetzt werden können, Daten und auch Vorgehensweisen miteinander verbunden werden können, wie sie vorher vielleicht nicht verbunden wurden und halt auch andere Sachen einbeziehen, wie es vorher nicht möglich war, zum Beispiel Citizen Science. Mhm. Ja. Isabel, was war denn dein Einstieg in die offene Wissenschaft, wenn man das so sagen kann? Wie bist du da reingekommen? Ich glaube, ich habe einen Teil offener Wissenschaft schon gemacht, als ich noch gar nicht wusste, dass es offene Wissenschaft ist. Ich habe in meiner Dissertation versucht, den Forschungsprozess allein in dieser Publikation nachvollziehbar zu machen und transparent zu machen. Und über dieses Nachdenken, wie ich meinen eigenen Forschungsprozess eigentlich in einem Buch darstellen kann, habe ich mich dann weiter damit beschäftigt, auch im Zuge qualitativer Methoden, die ich in der Soziologie anwende, dort die Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Und Partizipation ist gerade schon angesprochen worden, auch da Transparenz durch Partizipation von anderen Personen in den Forschungsprozess zu erreichen. Mhm. Also Tools zu entwickeln, wo man partizipativ mitforschen kann, mitinterpretieren kann, mit in den Auswertungsprozess gehen kann. Und versuche jetzt eben auf meinem eigenen Blog transparent zu machen, was ich in meiner Forschung tue. Mhm. Vera, wie ist das bei dir? Kannst du irgendwo sagen, das war vielleicht so der Einstieg in die ganze Sache? Genau, kann ich sagen, rückblickend bin ich aber quasi eigentlich auch nur reingestolpert. Und das ist jetzt so ungefähr 10 Jahre her. Ich arbeite im Bereich der Molekularbiologie, Mikrobiologie, wo wir auch viel mit sogenannten systembiologischen Daten arbeiten, die wir bioinformatisch analysieren. Und das sind riesen Datenmengen, die damals quasi kaum veröffentlichbar in Closed Access Journalen waren, sondern in elektronischen Journalen, die einfach, wo man kein Limit, was die Länge hatte, betraf. Und zu der Zeit hat auch viel in den Life Sciences sind viele neue elektronische oder Open Access Journale gegründet worden, die mittlerweile auch hohe Reputation genießen. Und so kam dann eins zum anderen. Also es war dann quasi die Journale, die quasi die Fachcommunity, in der die Fachcommunity publiziert hat. Und ich denke, vor 4, 5 Jahren fing dann irgendwann für mich dann auch dieses grundsätzliche Nachdenken darüber an, weil einfach die Diskussionen zugenommen haben. Die einen waren der Meinung, Open Access, ja, es ist geringe Qualität. Man muss in Closed Access und man riskiert seine Karriere, wenn man in Open Access Journalen. Das waren alles so diese, ich nenne das Dogmen, die vorherrschen. Und genau, dann fing ich eigentlich so vor 4, 5 Jahren damit an, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und dann quasi bewusst auch fast nur noch ausschließlich in Open Access zu publizieren. Mhm. Danke. Martin, wie bist du da reingekommen? Mein Hintergrund ist IT, das heißt, ich bin halt Software-Ingenieur gewesen, bevor ich in der Wissenschaft gelandet bin. Bin in der Wissenschaft, habe ich angefangen, weil ich dort komplexe Software-Systeme zusammen mit anderen Software-Engineers entwickelt habe und wir haben halt festgestellt, dass wir in diesem Reputationssystem überhaupt gar nicht wahrgenommen werden. Das heißt, unsere Leistung, die in der Wissenschaft mit der Softwareentwicklung und halt auch mit Forschungsinfrastrukturen, die da aufgebaut werden und Plattformen, die von anderen auch genutzt werden, wo viel Forschungsdaten natürlich auch unterwegs sind,
sodass andere, auch Wissenschaftler, damit arbeiten können. Diese Leistung wird gar nicht honoriert. Das war vor 10 Jahren auf jeden Fall so. Und mit der Debatte Open Science hat sich das halt auch gewandelt. Wir sind immer noch nicht da, wo ich denke, wo wir hinkommen sollten. Aber wir sind auf einem guten Weg, weil letztendlich Forschungsergebnisse generell ganz anders wahrgenommen werden und es eben nicht mehr nur die Publikationen sind, die als Forschungsergebnis, was zu werten ist, letztendlich wahrgenommen werden. Die große Herausforderung, denke ich, dabei ist, dass halt die Bewertungssysteme und der gesellschaftliche Wandel, der sich da so ein bisschen dahinter versteckt, auch erstmal langsam vollziehen muss und halt auch alle irgendwie mitnehmen muss und sich auch bewähren muss. Vera, du hast das angesprochen, letztendlich so das Zugpferd von Open Science war und ist vielleicht immer noch Open Access. Irgendwann haben die Leute gemerkt, Moment, ich publiziere hier etwas, also die Wissenschaftler haben gemerkt, sie publizieren etwas oder sie werden von den Steuergeldern bezahlt, arbeiten an etwas, publizieren etwas und dann kommen sie teilweise selber nicht mehr in ihre eigenen Publikationen ran, geschweige denn die Leute, die die Steuern zahlen und vielleicht nicht in einer Universität sitzen. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht und es hat sich eine breite Masse formiert, vielleicht gar nicht so breit am Anfang und dann ist das entsprechend gewachsen. Und da war am Anfang dieses Qualitätsproblem. Wir wollen ein bisschen über Qualität sprechen. Wie meinst du, wurde das Problem gelöst? Also mittlerweile, du hast selber gesagt, es gibt Zeitschriften, die Open Access sind und eine hohe Reputation besitzen. eLife ist in den Lebenswissenschaften, denke ich, ein sehr gutes Beispiel. Wie meinst du, ist das passiert? Konnte diese Qualität belegt werden oder was? Wie sind wir da hingekommen? Ich denke, da sind zwei Prozesse relevant. Das eine ist tatsächlich so ein Bottom-up-Prozess, den du angesprochen hast, dass die Forscher, Forscherinnen für sich einfach beschlossen haben, dies ist das richtige Modell für mich. Und ich möchte so publizieren und ich bin auch darauf angewiesen, dass andere Forscher, dass ich Zugang zu den Daten von anderen Forschern habe. Deshalb muss ich auch aktiv an dem System teilnehmen. Interessant ist aktuell, dass die Zahlen schon recht hoch sind. Also 30-40%, der Helmholtz-Gesellschaft zum Beispiel, 40% ihrer Wissenschaftler publizieren schon Open Access. Das ist ja eine Entwicklung, die ist über Jahre hinweg gelaufen. Die muss vor 5, 6, 7, 8 Jahren begonnen haben. Seit 2, 3 Jahren, und das würde ich jetzt den Top-Down-Approach nennen, sind quasi auch die Drittmittelgeber der Meinung, sie müssen Open Access fördern. Und wenn man heutzutage Forschungsgelder von der EU im Horizon 2020-Programm erhält oder bei der DFG oder beim BMBF, dann gibt es diese Klauseln, sie müssen Open Access publizieren oder sie sollten, und das schon mit einem gewissen Nachdruck. Die verschiedenen Landesregierungen haben Programme aufgesetzt, um das in die Wege zu leiten, aber das ist eine Reaktion darauf, dass ein Teil der Forschergemeinde gesagt hat, wir brauchen das. Das ist für die Nachhaltigkeit der Wissenschaft essentiell, sonst publizieren wir eine Unmenge von Daten, und ich kann jetzt auch wieder nur quasi für die Bioinformatik, Systembiologie sprechen. Wir generieren einen Riesenberg Daten, quasi den Heuhaufen, und finden die Nadel nicht. Und könnten sie aber finden, wenn es da vernünftige Metadaten zu gibt, wenn es da Zugänge zu gibt und wir sie quasi immer wieder neu analysieren können. Und ich glaube, mittlerweile ist es ein Prozess, der einfach nicht mehr aufzuhalten, also dem wird sich keiner mehr sperren. Ich denke, wenn man jetzt eine Befragung machen würde, würde 70-80% der Forscher sagen, ja, ich unterstütze auch Open Access. Ich denke, die Bedenken, die damit immer noch verbunden sind, ist diese, wir nennen das in unserer Community Impactitis oder EF-Mania, ja, also der Run nach Journalen, die eine hohe Reputation haben, und das wird quasi bemessen, quantifiziert anhand eines Wertes, den vor Jahren, Jahrzehnten, glaube ich, die Bibliothekare eingeführt haben, um für sich zu ermessen, okay, bestellen wir das für unsere Universitätsbibliothek oder nicht. Und da quasi wieder ein neuer Prozess, den ich beobachten kann in der Biotechnologie, ist, dass einige Journale tatsächlich auch sagen, wir stellen gar nicht mehr online unseren EF, Impact Factor. Das ist ein wichtiger Punkt, also dieser Journal Impact Factor, der
wie gesagt, eigentlich entwickelt wurde, um Journale zu bewerten, um einfach die Budgets entsprechend nutzen zu können. Man kann einfach nicht alle Journale kaufen. Wird leider, leider auch für ganz andere Sachen missbraucht, würde ich sagen, um Leute zu bewerten zum Beispiel. Und das ist einfach mathematisch zudem auch noch gänzlich unpässlich. Und das wurde auch gezeigt, dass einzelne Publikationen innerhalb eines Journals diesen Impact-Faktor enorm hochziehen können, während der Rest irgendwo bei sehr geringen Zahlen herumtröppelt. Und dann diesen Wert zu nutzen, um ja, einzelne Personen in Berufungsverfahren oder Bewerbungen zu bewerten, ist gänzlich falsch. Und zum Glück, wir sehen da die Tendenz, dass während vor ein paar Jahren noch teilweise ja, bis auf 3-Komma-Stellen genau der Impact-Faktor dick auf die Webseite gedruckt wurde, gibt es mittlerweile Statements auch von sehr renommierten Journalen, die vielleicht noch nicht Open Access sind, aber die entsprechend hohe Reputation besitzen, die sagen, wir nutzen das nicht mehr als Werbemittel für uns. Das ist einfach kein Maß der Dinge. Und das ist auch unser Qualitätskriterium, was wir jetzt vielleicht wieder anwenden können. Also wenn der Impact-Faktor jetzt weg ist, wie können wir denn jetzt eigentlich Sachen bewerten? Oder haben wir eine tolle Zahl, die uns sagen kann, tolle Arbeit gemacht? Wie können wir das machen? Also von Zahlen würde ich grundsätzlich abraten, weil wie will man durch eine Zahl Qualität von wissenschaftlicher Leistung bemessen? Aber ich würde gerne noch mal zu diesen Open Access Journals anknüpfen, bitte, wenn ich darf. Mhm. Weil ich finde, die Tendenz sich aber auch zeigt, dass dadurch gerade ein neuer Markt entstanden ist. Also ich bekomme gerade wöchentlich 5 bis 10 E-Mails, wollen Sie nicht in den Editorial Board irgendwie unseres neu gegründeten Open Access Journals rein? Also ich sehe da so ein bisschen die Problematik, dass da ein Markt entsteht, wo irgendwann keiner mehr weiß, was machen die Journals eigentlich? Ja, also da finde ich, ist die Frage von Qualität von Open Science gefragt, sozusagen. Ja, also wie kann man da Qualität reinbringen oder wie kann man das wiederum bemessen? Da bin ich ganz bei Ihnen. Also das ist definitiv Spam und der sollte sofort gelöscht werden. Mhm. Und ich bin auch bei Ihnen, wenn Sie sagen, das kann man nicht an einer Zahl festmachen. Also man muss sich schon die Mühe machen, das eigene Hirn anzuschalten und auf diese Seite zu gehen von diesem Journal und sich dann dort die Artikel anschauen und prüfen, gibt es einen Peer-Reviewing-Prozess, der blind ist. Wie häufig wird überhaupt publiziert? Werden die tatsächlich auch gelesen, diese Artikel? Also ich würde mich mit der Qualität der Artikel beschäftigen. Mhm. Und ja, in der einen oder anderen Community gibt es quasi immer noch ein Bedarf an einem neuen Journal. Also ich habe selber auch eins vor mittlerweile jetzt 4 Jahren gegründet, weil ich definitiv gesehen habe, wir als Subcommunity in einer größeren Community ein Sprachrohr brauchen, wo wir auch Dinge diskutieren, die jetzt über Fachjournale hinausgehen, wo es um White Papers geht, wo es um Gedanken zu einem bestimmten Thema, wo es ja um Kommentare und so weiter geht. Und da war es mir wichtig, quasi ein für unsere Subcommunity ein Journal. Und das ist, weil andere das erkannt haben, ja, da ist quasi ein Bedarf, ein Loch, lief das. Mhm. Aber ich denke, mittlerweile ist es vielleicht nur noch 10 oder 20% dieser Werbungs-E-Mails, würde das überhaupt betreffen. Mhm. Und ja, da muss man ganz klar sagen, das ist ein neues Geschäftsmodell, da versuchen sich wieder welche zu bereichern. Deshalb trete ich sowieso dafür ein, dass eigentlich die Wissenschaft in zukünftigen Open Access Journalen kostenfrei sein sollte. Mhm. Weil es bleiben Steuermittel, mit denen wir bezahlt werden, mit denen wir vorstehen, mit denen wir begutachten, mit denen wir herausgeberisch tätig sind. Wenn das 100 Euro kostet, um was weiß ich, irgendwo eine Datenbank zu haben, wo die alle gespeichert werden, oder die Zugriffe, gerne. Aber dass Open Access Publikationen 1.000, 2.000, 3.000 Euro kosten, ist definitiv eine Gelddruckmaschinerie. Ja. Ja, das sind auch diese sogenannten Predator Journals, die sozusagen als Spam auftauchen und die eigentlich etwas vorgaukeln, nämlich ein wirklich solides Verfahren, bei denen fehlt das Peer Review. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass auch etablierte Open Access Journale sehr, sehr teuer sind und die Frage natürlich im Raum steht, ist das gerechtfertigt, wenn die Editoren im Allgemeinen Wissenschaftler sind, die das freiwillig machen, wenn das Peer Review freiwillig vonstatten geht, braucht man dann diese Verlage, die einfach, sagen wir mal, so historisch noch da sind, aber in einer Welt, wo jeder 4-jährige Katzenbilder mit der Welt teilen kann, braucht man da noch solche Institutionen oder geht da viel Geld in Taschen von Leuten, die vielleicht keinen wirklichen Mehrwert bieten? Das ist ja, also
es gibt Großverlage in dem Bereich, die haben Gewinnmargen von 40%. Das hat nicht mal Coca-Cola oder sowas. Ne? Das muss man sich auch vor Augen halten. Und die switchen natürlich auch auf Open Access, weil sie sehen, da ist der Trend, also da ist der Bedarf. Die Community will das haben. Aber sie wollen sozusagen, ja, müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen. Von daher, dieser Ansatz, sagen wir mal so, Plattformen zu schaffen von Steuergeldern und um dann relativ preisgünstig diese Open Access Artikel anzubieten, ist natürlich eine Möglichkeit. Wir sind natürlich jetzt mit diesen Artikeln eigentlich ganz am Ende von einem langen Prozess, von dem Forschungsprozess. Und du hast das ja schon ein bisschen angesprochen, Isabel, dass man da eigentlich noch ganz andere Sachen offen machen könnte. Und Martin, eigentlich würde ich jetzt auch mal dein Teil da ein bisschen mit einnehmen, nämlich Software. Das ist ja auch in diesem großen Research Cycle, in diesem Forschungskreislauf auch ein wichtiger Punkt. Was ist denn da eine Möglichkeit, Qualität irgendwie reinzukriegen? Gibt es da Measurements oder? Prinzipiell, glaube ich, kann man diese Debatte eigentlich nahtlos anknüpfen, weil ja quasi dieses, es wird ein neuer Markt geschaffen. Das kann man ja auch anders formulieren, wenn man es jetzt nicht so aus so ein Wort aus der Industrie nimmt, sondern es ist schon ein offener Raum, auch einfach, der erstmal gefüllt werden muss, wo wir uns alle lernen müssen zu bewegen, ohne Frage, und wo uns natürlich auch die Frage gestellt wird, wie traditionelle, in dem Fall Publikationsmechanismen, die sich jetzt Richtung Open Access gewandelt haben, tragbar sind, auch für andere Forschungsergebnisse. Und du hast das Thema Plattform erwähnt, was ein relativ generischer Begriff ist, der eine große Rolle spielt aber, weil natürlich, also wie gesagt, es gibt Plattformen, die halt letztendlich ein ganz anderes Geschäftsmodell haben, um Katzenbilder zu teilen. Und die funktionieren offenbar auch ganz gut und sie scheinen auch letztendlich einen gewissen Raum zu eröffnen, der sich über lange, lange Zeit trägt. Also das ist einfach, da muss man schauen, wie man vielleicht auch in der Wissenschaft über dieses Publikationsmodell hinausgeht und sich fragt, ob es nicht auch andere Kommerzialisierungsmöglichkeiten gibt, die Möglichkeit eröffnen, letztendlich auch den Raum für Open Science zu schaffen, oder ob diese Plattformen eben nicht kommerziell belegt sind und aus der Industrie kommen, sondern von der Forschungslandschaft getragen werden. Und da müssen, glaube ich, muss noch viel, viel mehr drüber geredet werden. Es wird definitiv massiv investiert in der Forschungslandschaft, halt auch von Geldgebern, die Forschung fördern, damit eben diese Plattformen entstehen. Und in dem Fall müssen wir zum Beispiel auch sagen, diese E-Science-Plattformen oder Forschungsinfrastrukturen, generell E-Science steht ja für den Begriff, dass man mit einer Vision antritt, wie man in 3 oder 5 oder in 7 Jahren Wissenschaft betreiben möchte, wie Wissenschaftler mit den ihnen digital zur Verfügung gestellten digitalen Tools umgehen und welche Möglichkeiten sie haben, die verschiedenen Forschungsergebnisse miteinander zu verknüpfen. Metadaten, das Thema ist schon gefallen, was dabei natürlich relativ wichtig ist. Diese Interdisziplinarität spielt eine große Rolle, und da spielt der Qualitätsaspekt natürlich auch eine riesengroße Rolle. Und wir müssen einfach auch mal schauen, wie Qualität vielleicht zu definieren ist. Das fällt schwer. Am Ende kommt man immer dabei raus, dass es sehr verschieden sein kann. Aber es gibt letztendlich einfach Definitionen dafür. Und eine davon ist zum Beispiel, dass es so eine transzendente Qualität gibt, wo man sagt, ich bin gut, meine Forschungsergebnisse sind gut, und wenn ich das jetzt auch noch per Open Science rausgebe, dann ist Open Science gut, was natürlich so nicht funktionieren kann. Das heißt, wir müssen auch nochmal gucken, was wird denn da überhaupt wie gehandelt, und da haben wir natürlich vorrangig sowas wie Produkte. Also es gibt sowas wie Produktqualität, und wir müssen schauen, was macht denn die Produktqualität eines Papers aus, was macht die Produktqualität eines Papers bei einem gewissen Journal aus und bei einem anderen Journal, sind da vielleicht große Qualitätssprünge. Das Gleiche kann man bei Forschungsdaten anwenden, das Gleiche kann man bei wissenschaftlicher Software anwenden, das kann man natürlich auch bei anderen Forschungsergebnissen anwenden. Und wir sehen ja auch aktuell, dass Forschungsdaten veröffentlicht werden können mittels eines Digital Object Identifiers. Das ist gang und gäbe, das ist Praxis, aber was damit letztendlich noch fehlt und halt auch immer eine Frage der Plattform und der Plattformbetreiber ist,
Wie wird garantiert, dass die mit einer DOI versehenen Daten tatsächlich qualitativ hochwertig sind, so dass quasi die Nutzer, und da sind wir nämlich beim ganz anderen Thema, nicht mehr beim Produkt, wo irgendwie messbare Größen von vornherein definiert werden können und auch nachgeprüft werden können, sondern wir sind bei Anwendern, wir sind bei Communities, bei Nutzern, die eben ein ganz anderes Bewertungskriterium haben, in das man sicherlich auch abfragen kann, aber in das man auch erstmal hineinkommen muss, in das man sich erstmal hineindenken muss, wo man sich fragen muss, welche verschiedenen Communities nutzen vielleicht sogar die Daten oder die Software, die ich zur Verfügung stelle. Und meistens hat man immer bloß seine Community im Blick und kann vielleicht noch so ein bisschen das Sichtfeld erweitern, aber hat eigentlich nicht die große Ahnung davon, wie vielleicht in anderen Wissenschaften diese Daten eine Rolle spielen könnten, welche Angaben man dazu machen muss und wie man vielleicht sogar Formate herstellen kann, wenn es jetzt um Daten geht, dass sie tatsächlich auch interoperabel sind, damit andere wissenschaftliche Communities da mitmischen können. Und das ist, glaube ich, auch nochmal dieser Plattformaspekt. Wir sehen es in der Wirtschaft, Data Science, Big Data ist da schon lange angekommen. Diejenigen, die dort auch Kommerzialisierungsaspekte verfolgen, die fokussieren sich darauf und sind in der Lage, Daten, die für sie letztendlich Geld generieren, auch eben über diese neuen technologischen Ansätze miteinander zu verschneiden und daraus einen Mehrwert zu generieren. Und die Frage ist, ob wir mittels dieser Plattform auch den Wissenschaftlern die Möglichkeit geben können, quasi die Forschungsergebnisse anderer so aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen, dass sie sie auch wirklich nutzen können in ihrem eigenen Bereich und damit eigentlich auch einen Anreiz geben, einen Incentive geben, dass sie es selber tun. Also dass sie sich selber die Arbeit machen, ihre Daten quasi oder ihre Software oder was auch immer das für Forschungsergebnisse sind, so aufzubereiten, dass sie einfach davon ausgehen können, dass sich diese Arbeit lohnt, weil sie hinterher in irgendeiner anderen Form nachnutzbar gemacht wird und halt auch für sie, und da sind wir wieder bei so einer Art Impact-Faktor, ja doch messbar gemacht wird, weil nur dieser Aufwand lohnt sich, wenn im Nachgang letztendlich gemessen wird, wie oft diese Daten oder diese Software genutzt wird und damit natürlich auch der Wert dieses jeweiligen Forschungsergebnisses steigt. Und da sind wir wieder bei einem Thema, was du genannt hast. Es ist eben nicht nur Bottom-up, sondern es ist auch Top-down. Wir brauchen die Policies, wir brauchen die Richtlinien, wir brauchen Rahmenbedingungen, die quasi auch von oben, von der wissenschaftlichen Leitung nach unten aufgebaut werden, damit so eine Prozesse überhaupt greifen kann. Mhm. Du hast das auch so ein bisschen schon anklingen lassen. Also wir haben noch keine Qualitätskriterien und wir brauchen vielleicht auch Incentives und das ist natürlich auch ein bisschen miteinander verknüpft. Also wir wollen erstens die Qualität hochhalten. Dafür brauchen wir die Leute, die in dem System arbeiten. Und vielleicht ist sogar der momentane Impact-Faktor sogar kein guter Incentive oder kein guter Measurement oder kein gutes Maß, um in die richtige Richtung zu drängen. Welche Möglichkeiten hätten wir denn? Ich habe da vielleicht jetzt schon ein bisschen zu sehr drauf rumgeritten, aber wir haben es noch nicht da. Haben wir eine Zahl, die einfach sagen kann, okay, Wissenschaftler X ist 5-mal so toll wie Wissenschaftlerin A oder was auch immer. Geht das? Haben wir das? Kommen wir da irgendwo hin? Also ich würde sagen nein, weil es natürlich auch total spezifisch ist. Also es kommt ja schon allein, wenn man sich das Wissenschaftssystem anschaut. Ja, wie groß ist eine Community? Also wie oft kann ich überhaupt zitiert werden von meiner Community? Ich komme jetzt aus einer sehr kleinen Community der Hochschulforschung. Da gibt es in ganz Deutschland irgendwie 6 Professoren und Professorinnen. Also wie soll da ein großer Impact-Faktor sozusagen nur für diese kleine Community stattfinden? Also da fängt, glaube ich, der erste Punkt schon an. Du hattest es gesagt, irgendwie die mathematischen Berechnungen, die dahinter liegen, sind ja auch nochmal so eine Frage. Also vielleicht ist für meine Community 10 Zitationen total hoch, für eine andere sind das Peanuts. Ja? Also da fängt es schon an. Zum Zweiten würde ich sagen, dass fast jede Wissenschaftscommunity ihre eigenen Kriterien hat, was gute Qualität ist. Ja, also von daher finde ich immer diese Vergleiche, das sieht man ja oft auch bei Berufungskommissionen oder auch bei Qualitätssicherung und Wehbesoldung. Ja? Also die Kämpfe, die in einer Universität mikropolitisch stattfinden, um genau diese Faktoren, sind Ausdruck davon, wie schwierig der Vergleich miteinander eigentlich ist.
Und dementsprechend würde ich immer sagen, Qualität ist an der Stelle immer sehr stark abhängig von den Strukturen, in denen man drin ist, aber auch von den Communities, also den eigenen Qualitätskriterien. Das heißt, man könnte sagen, jede Community muss für sich die Kriterien festlegen. Und dann ist aber die Frage, wo sind die Überschneidungskriterien, wer ist das dann? Sind das dann die Fachgesellschaften, die für ihre eigene Community die Kriterien festlegen? Oder sind es, wie du sagtest, die Nutzer? Also sozusagen, wobei bei mir dann die Frage wäre, wer ist denn mein Nutzer? Ja, also bei Forschungsdaten oder bei Codings oder so, da ist es klar, was das Produkt ist, was von Nutzern wiederum genutzt werden kann. Ja, also bei mir ist so die Frage, was ist das Produkt außer der Artikel und wie wird der, also der wird natürlich genutzt, wenn er zitiert wird, aber ansonsten, was ist da die Nutzung? Das Produkt ist Erkenntnis in einem bestimmten Bereich, die früher oder später in der Gesellschaft sich niederschlägt in irgendeiner Form. Also ich plädiere auch dafür, komplett solche Zahlen und es gibt auch den Hirschfaktor und da könnte man dann die Person in der Community angucken. Jemand wie Einstein wäre heutzutage nicht berufbar. Ja. Und wahrscheinlich kann man eine ganze Liste von Gelehrten und großen Denkern aufführen, die heute niemals eine Professur bekämen. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass wir uns das Denken einfach gemacht haben. Wir lieben Zahlen, aus welchem Grund auch immer. Vermutlich, weil sie uns Zeit sparen in einer Berufungskommission, weil man dann als Gutachter sich nicht mit diesen 10 Personen, die sich da beworben haben, auseinandersetzen muss, um nachzulesen, ja, hat diese Persönlichkeit das Feld geprägt, ja oder nein? Ist das vielleicht quantitativ, wie auch immer, eine kleine Prägung, aber steckt da so viel Potenzial drin, dass ich der Meinung bin, damit könnte komplett neue Forschungsrichtungen aufgebaut werden oder andere Disziplinen ja, davon profitieren. Alle diese Zahlen sind dazu da, um uns das Denken abzunehmen und das zu erleichtern. Also ich plädiere dafür, alle diese abzuschaffen. Ich glaube, da liegt auch ganz stark drin, dieser Versuch der Objektivierung. Aber Berufungskommissionen sind ja total subjektiv. Also das weiß man ja aus ganz vielen Forschungszusammenhängen und Ergebnissen. Aber dieser Versuch der Objektivierung und zu sagen, naja, aber der Kandidat, den ich besser finde, hat ja sogar noch einen höheren Age-Index. Ja. Also diese Form von... Ja, aber es ist keine Streitkultur auf inhaltlicher Art, sondern eine Streitkultur auf irgendwie fiktiver Ebene. Mhm. Und Dinge, die heute gehypt werden, können morgen übermorgen komplett irrelevant sein. Oder machen wir es mal unabhängig, Open Access, Closed Access Journale, der Retraktionsindex, also wie häufig Artikel zurückgezogen werden, steigt linear mit dem Impact Factor. Mhm. Und diese Studie wurde 2011 durchgeführt und da waren es vorrangig Closed Access Journale, also Nature Science, die sind ganz da oben. Weil dieser Druck da ist, schnell und mit heißer Nadel zu publizieren und idealerweise halt in diesen Journalen, die einfach eine hohe Reputation haben, begründet. Aber wo auch der Druck seitens der Editoren da ist, wir brauchen neue, coole Geschichten, die ja sowas von abgehen, die müssen wir jetzt reinholen. Und das führt dann dazu, dass viele Daten nicht mehr reproduzierbar sind. Und dann sind wir wieder bei der Qualität und beim Ursprung der ganzen Sache. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse sind nicht reproduzierbar, weil die Methoden, die angewandt worden sind, nicht standardisiert waren. Gerade im Bereich der Biologie ist das ein Problem und alle Unternehmen haben sogenannte SOPs, Standard Operating Procedures, wo erstens Kochrezepte, ja, wo beschrieben ist, erstens, zweitens, drittens und genauso musst du es machen und dann entsteht dann halt der Pflaumenkuchen und der sieht immer so aus. Also die Methoden sind nicht detailliert beschrieben, als auch folgen nicht immer einer Standardisierung und demzufolge kriegen 2, 3 verschiedene Personen verschiedene Ergebnisse. Oder selbst die Methoden sind identisch durchgeführt worden, aber die Daten sind nicht so gespeichert, die Quellcodes nicht da, die Originaldaten nicht da, die sind prozessiert und haben irgendwelche Algorithmen genutzt, die dann, also man kann mit 2 verschiedenen Computerprogrammen mit ein und denselben Ausgangsdaten 2 unterschiedliche Ergebnisse rausbekommen. Und so weiter und so fort. Und da müsste quasi Zeit und Energie investiert werden und uns Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen auch die Zeit eingeräumt werden, diese Daten ordentlich zu erheben, mehrfach zu wiederholen. Wie gesagt, bestimmte Dinge in der Biologie unterliegen auch stochastischen Einflüssen. Das heißt,
da gehört Variation, Variabilität dazu, aber dann muss man halt stochastische Algorithmen nutzen, um die zu analysieren. Also um Qualität in der Wissenschaft, finde ich, wieder einzuführen. Mhm. Ich behaupte einfach mal, wir haben sie verloren. Um sie wieder einzuführen, heißt für mich, der Wissenschaft wieder Zeit einzuräumen, ihre Experimente fundiert zu durchdenken, die Frage zu formulieren, sie durchzuführen und sie dann so auszuwerten, dass eine andere Person auch dazu befähigt ist, zu diesen Ergebnissen zu kommen. Und dann fundiert in Frage stellen kann, der methodische Entwurf war falsch, die Fragestellung war vielleicht nicht komplett und so weiter und so fort. Und dann ist es vollkommen egal, wo man das publiziert, ob Open Access oder Closed Access. Das ist, wie gesagt, eine rein, oder häufig auch eine moralische Einstellung, ja, ich will oder ich will nicht. Aber die Qualität der Wissenschaft hängt von den Wissenschaftlern selber ab, wie sie die Daten generieren. Ich will das mal fast so ein bisschen zusammenfassen, dass letztendlich unser Bestreben, das irgendwie zu quantifizieren, wie gut der Output von einer Person ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Ressourcen in der Wissenschaft wie überall begrenzt sind und wir diese Ressourcen irgendwelchen Leuten, die möglichst erfolgreich sind, dann zuführen möchten, dass der uns eigentlich in die falsche Richtung lenkt, zu diesen Glam-Journalen, wie wir es manchmal sagen, also Journale mit einem hohen Impact-Faktor, die sich dann in Berufungsverfahren sehr gut machen, deren Qualität aber zumindest, sagen wir mal, zweifelhaft ist. Und gibt es auch viele Beispiele, wo sehr, sehr heiße Stories leider zu heiß waren und dann eben sich als falsch herausgestellt haben. Das heißt, Entschleunigung und eigentlich Abkehr von diesen Metriken wäre fast sogar sinnvoll und würde wahrscheinlich sogar eine bessere Wissenschaft begünstigen. Dennoch, du hast das schon gesagt, so Qualitätsmerkmale kann man natürlich nehmen und auch du hast das ja schon gesagt, dass diese, das sind fast Mechanismen aus der Industrie, ja? Die haben ihre Checklisten, die haben ihre Standards, die man ja einfach erfüllen kann, ohne dann jetzt noch zu sagen, okay, der oder die ist fünfmal besser als der andere, einfach zu sagen, okay, die Qualität stimmt. Das sind einfach good scientific practice, gute wissenschaftliche Praxis eigentlich und vielleicht müssen wir mehr in diese Richtung gehen. Ja? Das heißt, wir brauchen da mehr Mechanismen. Martin, ich glaube, hast du noch was dazu zu finden? Da verbinden sich so ein paar Sachen, glaube ich, weil letztendlich die angesprochenen Rahmenbedingungen, die Policies, die quasi von den Wissenschaftsmanagern kommen müssen, die können ja eben genau sowas fördern. Und es ist eigentlich auch nicht abwegig, weiter zu sagen, dass wir dafür sorgen, dass Forschungsergebnisse weiterhin zitierbar bleiben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Zahl, die man messen kann und sollte vielleicht auch dahin gehen, dass man sagt, dass man sowas durchaus nehmen kann. Und das aber bedeutet, dass wir zum Beispiel, wenn wir über Forschungsdaten oder über wissenschaftliche Software sprechen, dass das entsprechend aufbereitet wird. Also dass eben genau diese Zeit genommen wird, um diese Provenance durchzuführen, dass halt wirklich nachvollzogen werden kann, was ist tatsächlich vom Ursprung des Ganzen passiert, bis am Ende dann letztendlich der Erkenntnisgewinn letztendlich da ist und ihn letztendlich auch unterlegen kann, eben mit den Werkzeugen, die man benutzt hat. Und die Werkzeuge sind heutzutage, da gehören halt Daten dazu, da gehört halt Software dazu, das ist gang und gäbe. Und die müssen letztendlich auch vernünftig dargelegt werden, weil es doch sehr häufig auch individuelle Geschichten sind. Also viele skripten sich ihre Sachen selber und bereiten sich ihre Daten selber auf. Und da ist halt immer die Frage, wie dann, da sind wir wieder bei den Plattformen, wie die Plattformen sowas unterstützen und dabei helfen können. Also, und wie auch die Communities letztendlich dafür sorgen, dass diese Plattformen bereitgestellt werden. Denn ich glaube, dass die Communities letztendlich diejenigen sind, die der treibende Faktor sind, die Wissenschaftscommunities, weil es eben doch möglich ist, Sachen zu bewerten. Also es ist einfach möglich, auf bestimmte Sachen ein Qualitätssiegel zu legen. Und das wird bisweilen auch versucht mit Ratings oder mit Badges, die man drauflegen kann. Und wo wir uns natürlich aber auch fragen müssen, ob die Community selber, wenn sie Open Science betreiben, nicht selber schon zu früh Schluss machen und sagen, ich habe es jetzt veröffentlicht nach bestem Wissen und Gewissen, aber vielleicht eben nicht noch Kollegen hinzugezogen haben. Vielleicht sogar Kollegen, mit denen man normalerweise in Konkurrenz steht vielleicht sogar und die mit einbezieht und sagt, pass auf, ich habe hier was Open Science offengelegt
versuch es doch mal klein zu hauen, sodass es eben eine minderwertige Qualität hat, um es beim Besseren mal, also quasi sich die Reviewer auch zu suchen, die einem zeigen, wo die wunden Stellen sind und wo man dann beim nächsten Mal nachlegen muss. Also die Communities müssen selber sich stärker zusammenraufen, meiner Meinung nach, die Qualitätssiegel für sich selber auch festlegen und Mechanismen finden, mit denen sie sich gegenseitig selbst bewerten. Und das kostet Zeit. Das kostet einfach Zeit und diese Zeit muss einfach in den Rahmenbedingungen eingeräumt werden, genau dafür. Ich meine, wir haben es noch nicht ganz konkret alles angesprochen oder beziehungsweise vielleicht etwas umschifft. Ist denn Open Science von vornherein die bessere Wissenschaft? Können wir das so sagen oder gibt es sogar Nachteile? Also wir sagen jetzt gerade, es ist auf jeden Fall besser. Warum ist denn das einfach so? Vielleicht sollten wir das einfach mal zusammen beleuchten und wirklich Häkchen setzen, dass wir Belege haben, dass das der Fall ist. Wir sind Wissenschaftler. Das heißt, wir sollten jetzt auch Belege heranführen, warum offene Wissenschaft denn eigentlich auch besser ist. Isabel, was meinst du? Also das würde ich nicht unterschreiben wollen, dass offene Wissenschaft grundsätzlich die bessere Wissenschaft ist. Weil sozusagen das, was ja die ganze Zeit diskutiert ist, ist die Frage der Qualität und ob etwas als offene Wissenschaft oder als geschlossene Wissenschaft, weil die Frage ist, was ist dann geschlossene Wissenschaft, also es wird ja immer so gegeneinander gestellt, hat ja immer was mit der Person zu tun, die Kriterien für sich selber anwendet, der für sie guten Wissenschaft. Also ich glaube schon, dass die meisten Wissenschaftler, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, versuchen, gute Wissenschaft zu machen. Also es gibt natürlich immer schwarze Schafe, aber ich glaube, dass die meisten versuchen, gute Wissenschaft zu machen. Ob das jetzt offene Wissenschaft und wirklich kolportierte offene Wissenschaft ist oder sozusagen die geschlossene Wissenschaft, wobei ich, weil ich so genau weiß, was das dann sein soll. Okay, dann lass mich das anders fragen. Ja. Sagen wir so, die Qualität ist das eine, aber wenn wir jetzt sagen, qualitativ sind zwei, also ein geschlossen und ein offen durchgeführtes Projekt ebenbürtig, ist dann die Öffnung des einen Projektes ein Vorteil, der belegbar ist? Also ich glaube, es kann zum Vorteil werden, ja, weil wenn man frühzeitig seinen Forschungsprozess, seine Daten in die Kommunikation hinauswirft durch offene Wissenschaft, glaube ich, können die Ergebnisse besser werden, weil man früher in einen Aushandlungsprozess tritt. Ja, das kann aber natürlich genauso gemacht werden, wenn man sich einen Beirat sucht beispielsweise. Also die Forschungsprojekte, die ich bisher gemacht habe, die hatten immer einen wissenschaftlichen Beirat, wo man sich sozusagen eine Community auch reinholt. Aber es ist vielleicht auch eine andere Community. Also die Frage ist ja, wer ist in der offenen Wissenschaft, also ich kann das jetzt nur für die Soziologie natürlich sagen, eigentlich da unterwegs? Und momentan sind das noch nicht die hochkarätigen Wissenschaftler, sondern es sind oft Nachwuchswissenschaftler wie ich jetzt. Ja, also die Frage ist, wenn man offen arbeitet, was ich ja auch tue, ist die Frage, von wem kriegt man Resonanz? Und ich stelle fest, dass wenn ich die Hochkaräter haben möchte, dass die mir sozusagen etwas zu meinen Forschungsergebnissen sagen, dann muss ich die über alte Kommunikationswege ansprechen. Dann muss ich ihnen eine E-Mail schreiben, dann muss ich irgendwie zu Konferenzen fahren und muss sagen, hallo, ich hätte da mal eine Frage. Aber da bringt es mir nichts, meine Forschungsergebnisse offen zu legen, weil die werden von dort nicht wahrgenommen. Okay, das heißt aber, das ist noch ein Teil der Kultur. Weg. Ja. Ja. Und ein langer Weg dorthin, das entsprechend umzusetzen. Genau. Ich glaube, wenn wir diesen Weg beschritten haben und wirklich diese ganzen Plattformen haben und alle sozusagen ihre Kultur verändert haben, im Sinne von wir machen offene Kommunikation und wir kommentieren offen, ja, dann sind wir ja auch beim Open Peer Review Verfahren. Zum Beispiel. Ja. Aber bis dahin, das ist, glaube ich, noch ein großer Kulturwandel. Also ich denke, dass gar nicht die Frage ist, ob offene Wissenschaft die qualitativ hochwertige Wissenschaft ist, sondern die offene Wissenschaft kann nur funktionieren, wenn qualitativ hochwertig die Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt werden. Denn es geht ja eigentlich darum, Dinge bereitzustellen, von denen man annimmt, dass sie einen Mehrwert für andere haben. Und da muss man dann halt reinschauen und sich auch überlegen, wie man diesen Mehrwert vielleicht generieren kann, indem man diese Forschungsergebnisse in einer bestimmten Art und Weise aufbereitet, sodass sie eben nicht nur für einen selber brauchbar sind. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen sowas wie die gesellschaftliche Relevanz berücksichtigen. Das heißt, Daten, Software, vielleicht auch irgendwelche Laborbücher oder sonst irgendwas, die haben vielleicht heute oder in den nächsten 3 oder 5 Jahren gar keine Relevanz.
kommen aber auf einmal in 15 oder bis 20 Jahren wieder an die Oberfläche, weil es ein akutes gesellschaftliches Problem gibt, was es zu lösen gibt. Und wir sollten eher an diese Zeit denken, weil wir aktuell eigentlich in diesen Problemen drinne stecken, muss man ganz klar sagen. Denn es wurden auch sicherlich in der Vergangenheit, im letzten Jahrtausend bei weitem nicht so viele Daten erhoben, wie sie heute erhoben werden. Was noch viel mehr ein Zeichen dafür ist, dass wenn wir so viele Daten erheben, dass wir sie auch konservieren, damit sie vielleicht in 20 Jahren komplett anders genutzt werden können. Aber dass die Daten, die halt vor im letzten Jahrtausend noch erhoben wurden, bisweilen auch einfach in Schubladen verschwunden sind. Die sind weg, die sind für uns nicht nachnutzbar. Wenn sie brauchbar sind oder zumindest wenn wir Zugriff darauf haben, dann sind sie vielleicht nicht brauchbar für uns. Und wir haben es halt sehr häufig, dass gerade auch so im geowissenschaftlichen Bereich Langzeitmessungen eine riesengroße Rolle spielen. Und wenn man Langzeitmessungen, lange Datenreihen über Jahrzehnte hinweg, wenn man die nutzen kann, dann ist das einfach Gold wert zum Beispiel. Und heute wird mit den aktuellen Methoden auch schon über 10, 15 Jahre gemessen und es wird noch weiter über die nächsten 20 Jahre mindestens gemessen. Und man versucht natürlich auch heutzutage schon, diese Daten mit dem jetzigen Erkenntnisgewinn, den man generieren kann, zu nutzen. Aber sie werden definitiv erst viel, viel später nochmal, wenn die gesellschaftliche Relevanz da ist, einen ganz anderen Boom erleben. Aber dazu müssen sie nutzbar sein, dazu muss die Qualität da sein und dazu müssen sie offen sein. Das heißt, Open Science kann nur funktionieren, wenn es nicht die Müllhalde von Forschungsergebnissen wird, sondern wenn dort jeder darauf achtet, dass die Forschungsergebnisse, die generiert werden, eben mit der vorhandenen Qualität abgelegt und bereitgestellt werden, sodass sie tatsächlich auch noch sehr viel später nachnutzbar sind. Aber du hast das jetzt auch gerade schon angedeutet. Dadurch, dass die Daten verfügbar sind, können sie dann auch nachgenutzt werden und können auch vielleicht anders verwendet werden als vielleicht ursprünglich geplant. Vera, du wolltest gerade noch, glaube ich, einhaken. Genau, also ich gehe da vollkommen mit. Ich will aber trotzdem einen Aspekt noch reinbringen, der uns sagt, es gibt kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Mhm. Und zwar dieser Erkenntnisgewinn, ist ja auch dazu da, um zum Beispiel Patente zu verfassen, um Start-up-Unternehmen zu gründen, um wirtschaftlich voranzukommen. Also es gibt ja verschiedene Transferkanäle von Wissen aus den Universitäten und Forschungseinrichtungen in die Gesellschaft. Und da wäre alles Offene komplett kontraproduktiv. Also dann macht man erst eine Patenteinreichung und dann kann man überlegen, okay, vielleicht kann ich das zum Teil publizieren in einem Open-Access-Journal. Also wir haben zwar versucht, glaube ich, oder du hast versucht am Anfang so ein bisschen zu fragen, was wir von der offenen oder Open Science, offenen Wissenschaft halten, aber ich glaube, oder haben wir überhaupt richtig definiert, was wir unter Open Science verstehen? Weil es kann durchaus sein, dass wir vier ganz andere Einschätzungen darüber haben. Also ist es nur dieses Open Access Publizieren? Ist es Forschungsdatenbanken? Ist es Citizen Science auch oder nicht? Also ich glaube, unter diesem Begriff verstehen wir alle Unterschiedliches, was völlig okay ist, aber dann dürfen wir nicht die Frage nicht pauschal stellen und demzufolge auch nicht pauschal beantworten. Das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Denn, also der gesamte Forschungskreislauf, den ich schon angesprochen habe, von der Idee, den könnte man ja komplett transparent machen. Und ich persönlich bin sogar der Meinung, das sollte man machen, aber ich sehe natürlich auch das Risiko, dass man, wenn man das heutzutage macht, das heißt, ich setze mich an meinen Blog, sage, warum machen wir nicht mal eine Untersuchung von dem und dem Organismus mit der und der Methode und versuche damit Drittmittel einzureichen oder zu erlangen, dass ich mich damit zumindest in meiner Karriere gefährde, ne, dass ich diesen Aufstieg habe. Aber ich denke immer noch, gesamtgesellschaftlich könnte das ein Vorteil sein. Aber du hast natürlich recht, es gibt hier viele, viele Aspekte von der Idee bis hin zum auch diese Grants öffnen, die Daten relativ früh online stellen. Und es kann ja schon sein, dass man jetzt nicht am Ende der Publikation, oder man hat das fertige Manuskript und publiziert das und macht dann die Daten letztendlich zugänglich, sondern spreche theoretisch nichts dagegen, schon bei der Datengenerierung das komplett zugänglich zu machen. Natürlich gibt es hier einen starken Konflikt, und das ist wahrscheinlich das angesprochen, das Kulturelle letztendlich, dass die Leute natürlich auch irgendwie ihr Brot verdienen müssen und ihr Geld verdienen müssen und deshalb das nicht machen können. Das heißt, und diese Definition von Open Science ist natürlich jetzt auch hier, wir sind drei verschiedene Leute, haben drei verschiedene Meinungen, oder vier, weil wir auch in verschiedenen Communities sich bewegen, aber auch verschiedene Ansprüche daran haben. Ja.
Na, ich glaube, der kulturelle Unterschied liegt darin, dass in bestimmten Wissenschaftsbereichen man tatsächlich auf eine Crowd-Lösung setzen muss, also in der Physik oder in der IT. Auch in der Biotechnologie müssen wir intertransdisziplinär zusammenarbeiten und da braucht man diese Offenheit und da muss man auch üben, quasi über diese Offenheit miteinander zu kommunizieren, weil man häufig verschiedene Sprachen spricht. Aber durchaus in den Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften kann ich mir gut vorstellen, ohne überhaupt richtig Einblick zu haben, dass da häufig quasi ein Kopf das ist, das es auch denkt und wo dieser Kopf auch diese Ruhe braucht und dann am Ende steht dann halt ein Buch. Und das ist dann das offene Produkt und das entsteht dann halt erst 3 Jahre später. Da wäre es quasi kontraproduktiv vorher die Daten, die man vielleicht analysiert hat, die man da empirisch analysiert für dieses Buch mit benötigt, wenn man die vorher öffentlich stellt. Darf ich? Da würde man sich seine eigene Idee. Da stellt es mir gerade vor, ist das so? Wir hatten ja vorhin, Martin hat das auch schon gesagt, dass man vielleicht Software zum Beispiel oder andere Produkte möglichst früh online stellt. Die Software, ja, bin ich bei dir, genau. Warum? Warum kannst du keine Idee online stellen und sagen, okay, was meint ihr dazu? Kannst du auch, aber wenn du möchtest, ich denke, wenn die Fragestellung so konzipiert ist, dass man denkt, dass man dazu aus verschiedenen Disziplinen Input braucht, um diese Frage zu beantworten, ja, dann ist es quasi strategisch richtig. Wenn es aber eine Frage ist, wo man der Meinung ist, die kann man tatsächlich alleine beantworten, fände ich es klug, wenn man sich die Ruhe lässt, dieser Frage nachzugehen und sie dann zu veröffentlichen und gerne auch, wenn sie durchdacht ist, zu fragen, hey, seht ihr das genauso? Ja, Kollege X, bist du mein critical friend? Also da ist die Frage letztendlich auch wieder der Referenzierbarkeit, also ob das, ob wir jetzt in die Ecke Ideenklau gehen, oder ob wir wirklich tatsächlich auch offen damit umgehen. Also die offene Wissenschaft heißt ja nicht bloß, dass wir irgendwas offen machen, sondern das heißt ja auch, dass man offen mit gewissen Dingen umgeht und halt letztendlich auch sagt, wenn dort eine Idee generiert wird, die vielleicht sogar genial ist und jemand anders versteht es, sie umzusetzen, dass er aber letztendlich auch honoriert, von wem diese Idee gekommen ist. Also das ist ja auch nochmal, das muss man ja nochmal sehen. Viele, viele Forschungsvorhaben entwickeln sich ja doch auch deshalb, weil viele miteinander reden und dann entstehen Ideen nebenbei. Und aus vielen, vielen Ideen kristallisiert sich dann ein Forschungsvorhaben heraus. Und das ist ein Prozess, der überhaupt nicht gemonitort wird, geschweige denn im Nachhinein irgendwie tracebar ist, sondern da wird eine Glocke drüber gemacht, über diejenigen, die diese Idee geformt haben. Die finden sich im Kämmerlein zusammen, schreiben dafür einen Forschungsantrag und kriegen dann das Geld dafür und müssen dann dafür Sorge tragen, dass dann über eine Embargofrist oder wie auch immer sie die Zeit dazu haben, dann letztendlich auch die Forschungsergebnisse zu generieren, diesen Erkenntnisgewinn dann auch selber nach draußen zu tragen. Also das ist, glaube ich, nochmal auch ein Umstieg, wo man sich fragen muss, ob man den machen möchte, ob der nötig ist, ob der mit zur Open Science dazugehört. Aber natürlich auch eine Frage letztendlich ist, ob er die Qualität beeinflusst. Also wir sind ja heute dabei zu fragen, was ist mit der Qualität, ob sowas tatsächlich auch eine Qualität beeinflussen kann. Und da bin ich mir noch unsicher. Es ist letztendlich klassisch Karl Popper, der sozusagen sagt, okay, hier ist unsere Idee, befeuert sie. Und wenn sie sich als sinnvoll herausstellt, dann ist es erstmal unsere Arbeitshypothese oder mehr als das. Und deshalb frage ich mal ein bisschen radikaler in die Runde, warum machen wir das nicht viel früher? Warum machst du das als Soziologin sozusagen nicht viel früher, zu sagen, okay, ich habe diese Hypothese, klassisch würdest du dich jetzt hinsetzen und das vielleicht mehrere Jahre abarbeiten. Was spräche dagegen, das schon viel früher zu diskutieren? Oder machst du das vielleicht sogar schon viel früher? Du bist eigentlich ein gutes Beispiel. Du machst es ja. Und warum machst du das dann? Weil ich spannend finde, das mal auszuprobieren. Also ich habe über das Programm Freies Wissen von Wikimedia, das habe ich gerade auf dem Schlauch geschrieben, die Möglichkeit bekommen, an diesem Projekt zu arbeiten. Also mal auszuprobieren, was bedeutet das, eine Idee zu haben, mit der man startet und dann wirklich diesen ganzen Prozess der Ideengenerierung, der Verwirklichung, der Interviewführung, der Auswertung, dafür ein Tool zu generieren, um gemeinschaftlich wirklich auch Auswertungen, hermeneutische Auswertungen zu machen in der Soziologie, mal auszuprobieren, was bedeutet das, diesen gesamten Forschungsprozess offen zu legen und was passiert einem damit. Also ich bin sehr gespannt, was am Ende des Projektes rauskommt, ob ich danach sage, das war's jetzt mit Open Science, ich verziehe mich wieder in den Elfenbeinturm und bleibe in meinem Kämmerlein. Ich kann gerade noch nicht abschätzen, was passiert.
Also ich kann sagen, dass durch die Offenlegung und das Thematisieren, hallo, ich bin auf der Suche nach einem Tool, mit dem ich die Interpretation machen kann, mehrere Leute auf mich zukamen und gesagt haben, wir haben sowas Ähnliches gemacht, vielleicht hilft dir das. Also von daher der Punkt zu sagen, man streit sehr früh raus, was man braucht oder wo man hin will, kann einem auch helfen und kann viele Prozesse auch verkürzen. Mhm. Also ich bin gespannt, was passiert. Also wir brauchen auch ein bisschen Experimentieren auf der Metaebene, sozusagen auch mit der Wissenschaft selber. Es ist halt ein System, was über viele Jahrhunderte gewachsen ist. Mhm. Vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, auch als Teil dieses Open Science Prozesses da diese Sachen zu hinterfragen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man dann auch einfach mal schaut, ist es jetzt die bessere Wissenschaft? Du weißt es jetzt noch nicht. Das ist, werde berichten. Genau, das ist jetzt sozusagen der spannende Teil davon. Vielleicht noch eine ganz andere Sache. Qualität ist auch sozusagen ein Garant für Vertrauen. Und letztendlich bekommen wir viel Vorschuss, Vertrauensvorschuss, dadurch, dass wir von Steuergeldern letztendlich unsere Forschung finanziert bekommen. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen drauf schauen. Was meint ihr denn? Ist es ein wichtiger Aspekt, dass wir unseren Forschungsprozess öffnen, um auch Vertrauen wieder zu erlangen? Meinst du das? Auf jeden Fall. Also ich meine, die Diskussion der letzten zwei Jahre, die wir haben bezüglich Fake News und wie auch immer, da ist ein Vertrauensverlust in der Gesellschaft. Ich glaube, wir Wissenschaftler werden respektiert als kompetent. Das auf jeden Fall, aber nicht als, wie soll ich es formulieren, als in dem Sinne vertrauenswürdig, dass wir in der Lage sind, der Gesellschaft zu erklären, warum wir das machen, was wir machen. Und es ist meines Erachtens auch, wenn wir Programme und diese wunderbare Lange Nacht der Wissenschaften und das Gläserne Labor hier in Berlin und was es alles für tolle Sachen gibt, es sind aber zu wenige, die tatsächlich auf Augenhöhe vonstatten gehen. Und da finde ich, können wir nachlegen. Und da ist dieses sogenannte Citizen Science für mich eine Möglichkeit, oder sehe ich eine Möglichkeit, wie man quasi bürgerbegeisterte, Interessierte in die Labore holt und dann mit denen mal gemeinsam Ideen entwickelt. Und es gibt, das kennen Sie vielleicht, dieses Konzept, aus den, wo es, weiß ich nicht, from STEM to STEAM heißt es, also STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, from STEM to STEAM, und das A drin ist Arts, dass man sich Künstler in die Labore holt, und mittlerweile sind Bio-Artists so katalysierend, inspirierend für die Wissenschaften im Bereich der Biotechnologie, dass die Dinge auf den Weg gebracht haben, nicht nur Forschungsfelder, aber auch neue Produkte, die, wie gesagt, aus dem Bereich der Kunst, aus der Kunst oder dem Design kommen, die quasi durch den Blick des anderen erst ermöglicht wurden. Und da sehe ich quasi nicht nur die Chance, dass wir, also wenn wir quasi der Gesellschaft erklären, warum wir das machen, was wir tun, und wir machen es, weil wir alimentiert sind, und da finde ich, gehört auch Demut dazu, die man durchaus auch zeigen darf. Danke, dass ihr das finanziert, dass wir uns quasi ausspinnen dürfen. Und ja, wir müssen liefern, und deshalb müssen auch Publikationen und Patente und so weiter entstehen und unsere Studenten ordentlich ausgebildet werden. Aber dass wir quasi von ihnen auch viel lernen können, und das, finde ich, können wir kommunizieren. Mhm. Danke. Martin, wie ist es bei euch in der Richtung? Oder macht ihr das, setzt ihr sowas schon um? Also integriert ihr Leute schon? Also Leute im Sinne von den normalen Bürger, habt ihr da Konzepte am Laufen? Oder also ich denke, dass dieses Citizen Science, also generell, es gibt auch natürlich bei uns am Institut eine Öffentlichkeitsarbeit, Citizen Science wird jetzt noch nicht so stark betrieben, aber es ist definitiv auch im Fokus letztendlich. Und es wird beobachtet, wie damit umzugehen ist. Aber was halt viel wichtiger ist, dass wir auch intern bei uns am Wissenschaftspark Albert Einstein auch mit anderen Kollegen von anderen Instituten zusammen eigentlich in genau die andere Richtung gehen, dass wir sagen, dass Open Science auch der Prozess ist, der eben nicht nur nach außen geht, sondern dass Open Science, wenn er qualitativ hochwertig betrieben werden soll, auch eine entsprechende Ausbildung bedarf, dass wir in Trainings reingehen. Und das ist das, was wir letztendlich vor allen Dingen an die jungen Wissenschaftler auch rantragen, weil wir letztendlich auch denken, dass die
Prozesse, die Sie jetzt am Anfang mitbekommen und vielleicht auch selber für gut empfinden, mit in Ihre Tätigkeit als Wissenschaftler über die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre mit reinnehmen, dass Sie vielleicht auch bestehende Strukturen letztendlich auch nochmal so ein bisschen auffrischen, weil in bestimmten Abteilungen, wo halt dann auch die Koryphäen sind oder gestandene Wissenschaftler, ja auch doch viele PhDs sind und junge Wissenschaftler sind, die offener sind vielleicht auch für solche Sachen und ganz anders damit umgehen können. Die sind mit der Digitalisierung ganz anders aufgewachsen. Also das, wir stecken in einem Transformationsprozess, den wir, glaube ich, auch wahrnehmen müssen und feststellen müssen. Wenn wir in Richtung Open Science gehen, müssen wir erstmal in die Wissenschaft selbst hineingehen und quasi auch den jüngeren Leuten beibringen, was dann eigentlich alles dazu gehört. Und dass es eben nicht bloß das Publizieren ist, sondern dass es auch der richtige Umgang mit Daten ist, auch ein professioneller Umgang mit Daten und noch viel wichtiger für die Wissenschaftler ein effizienter Umgang mit Daten. Denn nur der effiziente Umgang mit Daten und auch die richtige Nutzung von Software in diesem Hinblick erlaubt ihm das, wofür sie eigentlich da sind. Sie kriegen einfach mehr Zeit, um Forschung zu machen. Und da wollen wir halt reingehen, zu sagen, Open Science ist halt ein Teil dieser digitalen Transformation, die auch in der Wissenschaft nicht halt macht. Und da müssen in jedem Fall vor allen Dingen auch die jungen Leute mitgenommen werden und die müssen halt die Möglichkeiten, die ihnen die neuen Technologien bieten, auch erstmal serviert bekommen, weil die letztendlich natürlich aus einem ganz anderen Umfeld kommen, von den Unis, wo sicherlich hier und da auch Wert darauf gelegt wird, dass sie vielleicht mal was programmieren, aber das muss einfach weiter fortgetragen werden, auch in den Forschungsinstituten oder dann in den Forschungstätigkeiten in den Universitäten. Finde ich ganz doll wichtig, wenn ich hier einhaken darf. Also die sogenannte gute wissenschaftliche Praxis ist etwas, was wir unseren Studierenden näher bringen müssen, aber auch quasi den Citizen Scientist. Mhm. Weil dazu gehört zum Beispiel Grundlagen der Statistik, die eigentlich in jedes Studium gehören, weil wir gerade, ja, Digitalisierung ist das große Stichwort. Wie analysiere ich denn solche Big Data? Sind die Ergebnisse, sind sie reproduzierbar oder nicht? Und das erklärt dann sicherlich auch den Bürgern, also wenn sich mit diesen Fragen, wie entstehen Daten und wie überprüfe ich, ob sie reproduzierbar sind und dann kommen vielleicht zwei verschiedene Zahlen raus, wie bewerte ich das? Das hilft vielleicht dann auch zu erläutern, dass Wissenschaft etwas ist, was seine Zeit braucht, also Erkenntnisse tatsächlich sich durchsetzen und dass auf der anderen Seite wir dann auch sagen, also wir haben unsere Vision und wir möchten dieses und jenes verstehen und dann sind es häufig auch, wird es auch verstanden als, ja, ihr werdet das in 10 Jahren erreichen oder so. Aber häufig dauern diese Prozesse, ja, diese Transformationsprozesse 20, 30, 50 Jahre, ehe sich etwas Neues ergibt. Und da finde ich es halt, wie gesagt, wichtig und das kann wirklich auf, oder sollte auf Augenhöhe passieren, wenn man das mit diesen Bürgerwissenschaftlern im Labor oder im Büro auf dem Feld gemeinsam sich erarbeitet, dieses Wissen, dann, glaube ich, kommen wir als Gesellschaft unglaublich voran. Isabel, wie ist das bei euch in den Sozialwissenschaften oder bei euch Soziologen? Habt ihr da schöne Beispiele schon, wo das, wo die Brücke geschlagen wird von der Wissenschaft zu den Bürgern oder ist das noch im Kommen? Also es gibt große Forschungsprojekte, die mit Citizen Science arbeiten und ich weiß, dass gerade mehrere in der Beantragung sind auch. Also es gibt da, also gerade die Soziologie natürlich, die mit Ungleichheitsforschung und Bildungsforschung und sowas tätig ist, dann sind Citizen Science Forschungsprojekte natürlich ganz relevant. Also auch wenn man in die Schule geht, wenn man mit Schülerinnen und Schülern arbeitet und so. Also wo dann Projekte auch stattfinden, wo die Schüler selber auch schon zu Forscherinnen und Forschern werden. Also sehr früh anzufangen, um da anzusetzen. Also ich glaube, die Schule ist da schon so der erste Moment, wo man sagen kann, vielleicht sollte da auch Open Science schon reingetragen werden. Also gerade im Hinblick auf, welche Daten sind valide, was sagen die mir eigentlich? Ja? Und dann natürlich weiter fortschreitend im Studium. Also ich merke bei uns, dass relativ wenig zur Open Science im Studium stattfindet.
Ja, also das ist auf jeden Fall noch eine Graustelle. Das Versprechen von Bürgerwissenschaften ist natürlich einerseits klar, dass auch irgendwie gerechtfertigt wird und dass die Leute auch mit sehen, wie das tatsächlich vonstatten geht, aber auch so ein bisschen dieser Many-Eyeballs-Effekt, der eigentlich aus der Software kommt. Also viele Äpfel schauen auf ein Stück Source-Code oder auf Daten oder auf Ergebnisse und finden vielleicht dann mehr Lücken, als wenn jetzt ein paar wenige Experten drauf schauen. Und genau das wollen wir jetzt auch mal machen. Wir haben ja hier noch einige Leute mehr im Publikum. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze jetzt mal für alle hier. Das heißt, alle sind herzlich eingeladen, Fragen zu äußern, Kommentare abzugeben. Das kann auch weiterhin noch online gemacht werden. Gibt es Wortmeldungen hier? Kleinen Blick, da kommt das Mikrofon. Danke. Ich habe beobachtet, in den letzten Jahren, dass gerade die jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler die Treibenden gewesen sind. Deshalb habe ich jetzt eher nicht das Empfinden, dass die zum Jagen getragen werden müssen. Und habe dabei auch immer so den Eindruck gewonnen, dass sich mancher bewusst auch den Hierarchien im System und eben auch den Abhängigkeiten entziehen will und damit eben auch eine andere Kultur längerfristig einbringen will, was ja sozusagen auch bedeutet, prozessual zu denken und sich eben, wie vorhin schon gut angedeutet oder gesagt, die Wissenschaft ganz anders aufzustellen als ökonomisiert und wettbewerblich. Wettbewerblich ist sie eh, das weiß ich, aber die Rahmenbedingungen, die vorhin angesprochen worden sind, führen ja eben gerade zu dem Bedürfnis auszubrechen und eine andere Art von Forschung, Publikation und Diskutieren mit anderen der Community oder außerhalb der Gesellschaft zu gewinnen. Mhm. Will sich jemand dazu äußern? Bin ich auch ganz bei Ihnen. Also ich glaube auch, dass jetzt eine neue Generation an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern da ist, vielleicht weil in den letzten 10 Jahren relativ viele Professuren neu besetzt worden sind, die dann demzufolge auch Entscheidungsträger wurden. Und plus gesellschaftlich, dass sich vielleicht auch kulturell etwas geändert hat. Das kann ich mir vorstellen, dass dem der Fall ist. Also wenn man es böse sehen will, kann man sagen, ja, vielleicht in 20 Jahren hat sich das Problem eh gelöst. Ganz gemein formuliert. Sagen rausgewachsen. Ausgewachsen, ja. Mhm. Noch Kommentare von euch? Und vielleicht kommt auch dazu, dass quasi Menschen jüngeren Alters vielleicht auch risikobereiter sind. Das mag vielleicht der Grund sein. Ich verstehe aber auch, wenn Professoren sagen, ich fühle mich verantwortlich für meinen Doktorand, Doktorandin und ich möchte, dass sie jetzt in Nature publiziert, weil dann bin ich mir sicher, dann habe ich ihr quasi geholfen, den besten Karriereweg einzuschlagen. Also das verstehe ich auch. Und da ist dann quasi immer meine Argumentation, ja, man muss ja nicht den goldenen Open Access Weg wählen, sondern den grünen Open Access. Also man kann quasi eine Zweitveröffentlichung angehen. Also ich verstehe es auch, wenn man abwägt und sagt, ja, und versucht, oder, ja, opportun zu sein. Und irgendwie muss man sich ja, also wir leben alle in diesem System und wir müssen uns ein bisschen unterordnen, aber ein bisschen links und rechts kann man, glaube ich, schon versuchen, die Grenzen größer zu machen. Langsam etwas davon schieben. Genau. Da kann man vielleicht noch sagen, Angebot-Nachfrage spielt vielleicht noch eine Rolle. Das heißt, die Journals selbst steuern ja auch nach. Also sie sind ja doch in einer sehr wichtigen Position und viele ziehen ja doch nach und sagen dann auch, wenn ihr bei uns publiziert, dann müsst ihr doch schon sicherstellen, dass ihr eben nicht nur darüber schreibt, sondern die Daten und die Software, die ihr dafür verwendet habt, auch wirklich dann so hinterlegt, dass euer Forschungsprozess halbwegs nachvollziehbar ist und andere eventuell reproduzieren können, was ihr geschrieben habt oder vielleicht sogar mit demselben Weg und ganz anderen Daten vielleicht sogar zu neuem Wissen letztendlich kommt. Mhm. Also da sehe ich die Journals auch schon nochmal, die sind in einer sehr wichtigen Position, wo wir wieder bei den Plattformen allgemein sind. Da müssen einfach die richtigen Werkzeuge da sein und die müssen sich halt letztendlich erst für Open Science rausentwickeln. Mhm. Es gab noch weitere Meldungen. Ich würde einfach mal hier bitte weitermachen. Ja, mein Name ist Thorsten Flü. Und ich habe also folgendes Problem. Ich habe einen Blog gemacht, der sich mit Blogwissenschaft auseinandersetzt.
also vor allen Dingen geguckt hat, wie funktioniert Blog, wie funktioniert das Blogschreiben, wie kann man das aus der Perspektive der Literaturwissenschaft betrachten. Und ich bin auch mal eingeladen worden zu einer W3-Professur-Vortrag, wo das also sozusagen anerkannt wurde als gleichwertig zur Habilitation. Das fand ich ja schon mal ziemlich toll. Und dann wollte ich das ganz gerne auch ja, bestätigt haben, indem ich nun eben auch eine Habilitation anerkannt bekomme. Für eine Habilitation brauche ich aber eine unveröffentlichte, gedruckte Schrift und dann müssen 7 Professoren darüber entscheiden, jedenfalls an der Humboldt-Universität in der Fakultät und das ist dann schlichtweg aussichtslos. Also ich denke, dass da noch so Schräubchen sind, weil das Habilitieren ja doch noch ein entscheidender Punkt in Deutschland im Wissenschaftsbetrieb ist und da an bestimmten Modi festgehalten wird, die vielleicht in der Naturwissenschaft schon nicht mehr so entscheidend sind, aber in den Geisteswissenschaften absolut entscheidend. In der Soziologie auch. Also in den Sozialwissenschaften fängt langsam ein Kulturwandel vielleicht ansatzweise statt, aber ich würde Ihnen da völlig recht geben. Also in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist dieser Kulturwandel noch irgendwo am Horizont, würde ich auch so sehen. Ja. Also auch da kommt es dann stark drauf an, in welchen Journals hat man publiziert, ist das äquivalent, kumulative Habilitation oder nicht und so weiter und so fort. Also es sind ja alles Punkte, die anstehen an der Stelle. Finde ich ein ganz klasse Beispiel, weil es eben auf Qualität hindeutet. Also das sind ja letztendlich Überprüfungsmechanismen, die zu einem Zeitpunkt X in der Vergangenheit festgelegt wurden, um Qualität in Forschung und Lehre sicherzustellen. Und damals wahrscheinlich auch die richtigen Mittel dafür gewesen sind. Und jetzt wir befinden uns aber in dieser digitalen Transformation, auch in der Wissenschaft. Die Dinge haben sich geändert, es wird anders vorgegangen und es ist halt, und da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, bei den Policies, es muss eben, das sind konkrete Beispiele, die darauf hindeuten, dass man da nochmal eventuell was überdenken muss. Und die Frage ist halt, wie diese Bewertungsmechanismen, die Qualität sicherstellen sollen, so angepasst werden können, dass sie tatsächlich auch zukünftig offener sind, aber weiterhin die Qualität sicherstellen und auf der anderen Seite natürlich auch eine solide Basis haben. Das heißt, wir müssen natürlich im Bereich Open Science eben erstmal die Qualität liefern, sodass sie auch nachprüfbar ist, sodass eben die Policymaker, die Leute, die die Entscheidung dann letztendlich treffen und dann solche Systeme ein bisschen umstoßen, erweitern oder wie auch immer, dass die auch auf solider Basis letztendlich diese Entscheidung treffen können und sagen können, heutzutage fällt es überhaupt gar nicht schwer, das ist überhaupt gar nicht mehr dringend notwendig, dass es jetzt eine gedruckte, noch nicht veröffentlichte Geschichte ist, sondern was ganz was anderes kann man auch mit hinzuziehen, weil das, was dort eingebracht wird, letztendlich auf einem ganz anderen Wertemechanismus schon festgestellt hat, dass es qualitativ hochwertig ist. Und das ist so ein Prozess, der sich so Stück für Stück entwickeln muss. Und da müssen wir im Open Science Bereich vorlegen, da muss Qualität einfach geliefert werden und erst dann fangen sich an, solche Strukturen auch zu verändern. Weitere Wortmeldungen? Ja, ich möchte nochmal auf den Begriff der Qualität eingehen, über den wir die ganze Zeit geredet haben, der noch nicht so wirklich definiert würde. Wenn ich jetzt ein Auto kaufe, ja, dann überlege ich mir, welches ist das schönste Auto? Ich möchte mich mit meiner Partnerin entscheiden, welches ist das beste Auto, was wir kaufen. Und dann haben wir vielleicht unterschiedliche Ansichten, welches schöner ist. Und dann kann man aber sagen, ja, das fährt aber schneller. 160 gegen 140 oder so. Oder man sagt, das hat weniger Verbrauch. 4,2 gegen 8 oder sowas in die Richtung. Das heißt, man probiert das objektiv zu machen. Das Gleiche ist jetzt auch in der Wissenschaft so. Das machen nicht wir unbedingt, aber das machen die Wissenschaftsmanager. Das heißt, die wollen gerne was Messbares haben, damit sie das managen können. Das ist das, was Manager machen. Die wollen Kennzahlen haben, die wollen Kennzahlen optimieren. Das heißt, in diesem Bereich bewegen wir uns. Da kommen wir auch erstmal nicht raus. Also ich habe verschiedene Ideen, wie das funktionieren könnte. Das ist aber alles noch relativ utopisch. So.
Jetzt eine Kennzahl, die diese Leute sehen, ist zum Beispiel der Impact Factor. Und dann sagen sie, okay, wir optimieren jetzt auf den Impact Factor. Wir maximieren unseren Impact Factor Output. Dann kann man zu denen hingehen und sagen, das ist kompletter Unsinn, das ist mathematischer Unsinn, das ist soziologischer Unsinn und es produziert eigentlich schlechte Wissenschaft. Dann sagt zum Beispiel die Leiterin einer sehr großen deutschen Universitätsbibliothek, ja, aber wir haben ja nichts Besseres, deshalb machen wir jetzt damit weiter. Mit dem gleichen Argument könnte man auch Homöopathie verkaufen. Ja? So, wir messen jetzt irgendwas und da sind jetzt irgendwie 10 hoch 6 oder 10 hoch 7 oder 10 hoch 12, sind auch irgendwelche Zahlen, bedeutet überhaupt nichts. Wenn es jetzt darum geht, Open Science voranzubringen, muss man eigentlich dafür sorgen, dass diese Universitätsmanager andere Kennzahlen haben, die sie zur Ermittlung der Güte von wissenschaftlicher Leistung heranziehen können. Zum Beispiel Veröffentlichungen als Open Access Quote, ja? Oder verschiedene Sterne. So, sind die Rohdaten öffentlich? Ist der Quellcode öffentlich? Ist der Quellcode offen lizenziert? Gibt jeweils einen Stern und wer nachher 37 gesammelte Sterne hat bei seiner Berufung, kriegt halt die Professur und wer nur 33 hat, kriegt die eben nicht. So. Noch ein Aspekt zu Open Science muss ich erstmal beweisen, das kam mir vor, ich finde das etwas defensiv. Ich denke ganz im Gegenteil, dass ich Closed Science beweisen müsste, dass Closed Science da im Wesentlichen auch versagt. Sie können mal probieren, einen beliebigen Nature-Artikel zu Hause zu replizieren, da werden Sie versagen. Ja, das haben Leute probiert mit viel Aufwand. Ja, das ist bei Open Science noch was ganz anderes. Das heißt, ich würde einfach sagen, Closed Science ist eigentlich gar keine Wissenschaft. Und mit der Ansage würde ich auch mal rangehen. Also was macht ihr denn da die ganze Zeit mit eurem Steuergeld? Das ist nicht replizierbar, das können wir auch gleich verbrennen. Ja, so. In dieser Hinsicht würde ich mal darauf noch stärker unterstreichen, dass eigentlich nur offene Wissenschaft qualitativ hochwertige Wissenschaft sein kann und dass wir deshalb eine Kennzahl für Offenheit entwickeln müssen, die auch die Universitätsmanager, die Wissenschaftsmanager und Managerinnen in ihrem Koordinatensystem, mit dem sie dahin kommen, verstehen können und was sie einarbeiten können. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen aber qualitativ hochwertige Wissenschaft qualitativ bewerten, dann sagen die, das ist ja schön, aber ich habe ein BWL-Studium, ich kann das nicht. So. Und da muss man halt mit umgehen. Man muss das quasi für die so aufbereiten, dass sie damit umgehen können. Kommentare. Das Thema Reproduzierbarkeit hatten wir ja vorhin schon angesprochen und da hatte ich auch diese eine Studie genannt, die gesagt hat, je höher der Impact-Faktor, umso höher die Retraktion, das Zurückziehen. Und Nature hat im letzten Jahr darauf reagiert und die haben drei Reproducibility-Editors eingestellt, die sicherstellen sollen, dass vor allem, also dass alle Methoden nachvollziehbar standardisiert beschrieben sind. Und jetzt im Bereich der informatischen Analysen die Quellcodes und die Originaldaten und so weiter dargestellt werden. Also die sind nicht doof und die sehen natürlich jetzt auch die Fälle davon schwimmen und werden so schnell wie möglich auch komplett auf Open Access umsteigen, das glaube ich schon. Aber zum ersten Punkt, ich wehre mich ein bisschen dagegen zu sagen, die Wissenschaftsmanager und Managerinnen, das sind wir. Also die Präsidentin der Universitäten, die Rektoren, die Kanzler, die Vizekanzler, wie auch immer, die kommen alle aus der Wissenschaft. Die haben alle Forschung betrieben und haben sich dann irgendwann für sich entschieden, ich finde Hochschulmanagement spannend. Da sie aus unserer Community kommen, heißt es, müssen wir daran arbeiten oder wir haben den Zugang zu ihnen. Wir können sie leicht oder wir sind diejenigen, die am leichtesten sie argumentativ überzeugen können, dass sie andere Kriterien für die Berufungsverfahren zum Beispiel wählen sollen. Also ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass es Gott gegeben ist, die da oben und wir können nichts dagegen tun. Nein, wir können was dagegen tun, indem wir mehr zu diesen Veranstaltungen gehen, daran teilnehmen und einfach das allen kommunizieren über offene Kanäle, warum wir denken, dass Open Access oder Open Science wichtig ist und in vielen Fällen auch richtig. Also nicht ausschließlich, wie gesagt, ich plädiere immer noch für dieses sowohl als auch. Genau. Wir hatten es ja teilweise angesprochen, also ich stimme total zu, da diese Anzahl, also wir brauchen andere Quantifier, andere Maße und das wurde ja auch gesagt, sozusagen diese Checkboxes, ne, die dann auch sozusagen durch Badges oder sowas angegeben sind, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt und natürlich wurde das auch hinreichend auch gezeigt, dass gerade Nature oder auch andere hochrangige Publikationen, zum Beispiel bei Bayer, konnten die Sachen nicht reproduzieren oder bei Amgen, als es dann wirklich darum ging, Medikamente aus den ganzen Sachen zu machen. Und ich würde mich auch da anschließen, genau dieser Punkt, wir sehen sogar einen Wandel, dass es sind nämlich nicht Manager, sondern in solchen Berufungsverfahren sitzen ja andere Professoren.
Ja, vielleicht noch jemand aus der Personalabteilung, ansonsten sind es Wissenschaftler. Und das Interessante ist, wir sehen das auch langsam bröckeln. Also ein wunderbares Beispiel ist da die Universität München, die teilweise schon in ihren Ausschreibungen für Professuren sagt, wir legen einen hohen Wert auf Reproduzierbarkeit und die Bewerber müssen sich dazu äußern. Das ist ein ungemein starker Hebel. Und da muss es hingehen und das haben wir in der Hand. Da können wir selber entsprechend was machen. Also da ist keine scharfe Linie, das sind wir, das sind Leute, die da reinwachsen. Und das ist vielleicht auch das, was wir vorhin angesprochen haben, sozusagen dieses, vielleicht wächst sich das alles raus, vielleicht der Weg. Ich persönlich würde es ganz gerne etwas beschleunigter haben, aber da kann man ja auch mitwirken. Martin? Also vielleicht auch nochmal auf den Qualitätsbegriff einzugehen. Also ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, worüber wir reden. Hier wurde das Auto genannt und hier wurden quasi du und deine Freundin genannt. Und das sind natürlich genau zwei Sachen. Das eine ist letztendlich ein Produkt und das andere sind die Anwender, das sind die Nutzer. Und das sind völlig zwei verschiedene Qualitätsmaßstäbe oder Qualitätsgruppen, die man anwenden kann. Also das, was im Open Science eventuell tatsächlich noch fehlt und auch durch neue Metriken letztendlich auch gefunden werden muss, die sich aber beweisen müssen letztendlich. Das heißt, Qualität ist doch immer irgendetwas, wo geprüft wird, ob ein Forschungsergebnis in dem Fall für bestimmte Sachen geeignet ist. Und diese Dinge müssen von vornherein festgelegt sein. Also das ist einfach, man muss letztendlich prüfen können, ist es geeignet nach vorher festgelegten Kriterien. Und wenn wir uns jetzt solche Bewertungsmechanismen wie Altmetrics, die sich ja auch ganz gut durchgesetzt haben letztendlich, anschaut, ist die Frage, wie wird damit Qualität letztendlich abgedeckt? Ist das darüber machbar oder ist es darüber eher nicht machbar? Also die Frage ist natürlich, das ist also, diese Bibliotheksleiterin stellt oder postuliert natürlich nicht ohne Grund. Wir haben nichts anderes. Und das ist natürlich auch eigentlich eine Aufforderung an uns, die Community, die Open Science leben möchte oder die Wissenschaft öffnen möchte. Wir müssen uns darum kümmern, dass eben genau sowas präsentiert wird, dass das hieb- und stichfest ist und dass eigentlich nur noch gesagt werden kann, ja gut, wir übernehmen es. Und wenn es erstmal nur testweise übernommen wird oder wie auch immer, aber dass sie quasi gezwungen sind, dazu das zu übernehmen. Und das muss sich letztendlich auch erst entwickeln. Denn wie oft haben wir es heute, dass selbst in Publikationen oder anderswo gesagt wird, ja, mein Code ist auf GitHub. Es ist zwar Open Science, aber es ist überhaupt gar kein Ausdruck von Qualität. Es ist erstmal nur, es ist offen, mehr ist es nicht. Und da müssen wir halt letztendlich ran. Da muss noch ein bisschen mehr geschehen, als dass da nur gesagt wird, mein Code ist auf GitHub. Da hinten gibt es noch eine Frage und hier vorne dann. Ja, mich als Techniker würde noch interessieren, die technische Dimension von Open Science, weil ich habe den Verdacht, dass wir Wissenschaftler sehr faul sind. Das heißt, also ich habe das jetzt bei zwei großen Forschungsinstituten gemerkt, dass die Forscherinnen und Forscher einfach auf Google Docs oder irgendwas ausweichen oder proprietäre Lösungen nutzen. Viele Ältere nutzen wahrscheinlich die großen Verlage, weil sie einfach ein handgeschriebenes Manuskript abgeben können oder sogar eine Kassette vom Diktiergerät oder so etwas. Also inwieweit spielt auch diese technische Infrastruktur eine Rolle? Was haben Sie da beobachtet? Gibt es denn da auch Best Practices, wo man sich auch da anschließen könnte? Also Top-Frage, finde ich gut. Ist ein Spielfeld, was noch lange nicht bespielt ist, so wie es bespielt sein müsste. Denn was wir auch im Blick haben müssen, ist einfach, Open Science mit der Öffnung von Forschungsergebnissen, das ist dieser besagte Heuhaufen letztendlich. Was dort passiert ist, dass wir natürlich mehr und mehr zur Verfügung stellen und man jetzt davon ausgehen könnte, dass der Zufall eventuell dadurch ausgeschaltet wird. Also wie oft haben wir es, dass Forschungsergebnisse, neuer Wissenschafts- oder neuer Erkenntnisgewinn eigentlich damit zusammenhängt, dass zwei Wissenschaftler, die vorher sich nicht begegnet sind, per Zufall auf dem Gang aneinander rempeln, sich dann darüber unterhalten, über ihre Arbeit und feststellen, dass sie zwei Datensätze haben, die eigentlich verdammt gut zueinander passen und dass man dazu was schreiben könnte. Und dann tun sie das und dann kommt da was Gutes bei rum, was dann auch wieder richtig häufig referenziert wird. Die Frage ist, das ist per Zufall entstanden und dieser Zufall, der wird auch weiterhin in Open Science
existieren, wenn diese Forschungsergebnisse nicht qualitativ hochwertig aufgearbeitet werden, so dass sie in Forschungsinfrastrukturen, in E-Science-Plattformen genutzt werden können. Also das ist wieder dieser Querverweis in der Industrie, da geht es um Geld, da wird kommerzialisiert, da werden Datensätze miteinander in Verbindung gebracht, automatisiert mit neuesten Big-Data-Methoden. Da kann die Wissenschaft bisweilen noch träumen, dass wie das funktioniert, aber das muss natürlich auch so die Vision sein, vielleicht nicht in den nächsten 3 Jahren, aber wenn wir in 5 bis 7 Jahren da sind, dass Ergebnisse auf eine Art und Weise eröffnet werden, dass sie auch automatisiert, und da reden wir über Standards, da reden wir über Formate, da reden wir über viele, viele andere Kriterien, die die Qualität dieses Forschungsergebnisses ausmachen, dass sie in so einer Plattform als Werkzeug automatisiert aufbereitet werden können und dem Wissenschaftler, der vielleicht etwas ganz Spezielles sucht, sogar angeboten werden können. Also was, wenn wir heute in einem Online-Shop shoppen und ich suche mir eine Badehose aus, dann kriege ich auch noch eine Sonnencreme angeboten und einen Sonnenhut. Das funktioniert einfach. Warum funktioniert das nicht in der Wissenschaft? Warum habe ich nicht diese Plattform zur Verfügung, wo ich einen bestimmten Datensatz suche und mir gesagt wird, andere, die danach gesucht haben, haben auch das und das gesucht. Oder in dem, gerade in den Geowissenschaften, in dem Bereich, wo sie gerade lokal suchen, gibt es nicht nur den Datensatz, sondern es gibt auch noch 10 andere, sind die vielleicht interessant für sie. Und wir haben noch 3, 4, 5 verschiedene Stück Software, die man damit direkt nutzen kann und bei uns in der Plattform auf Start drücken muss. Also das ist so dieses, da sind wir noch lange nicht und wir benutzen das aber in unserem täglichen Leben. Also wir shoppen alle und kriegen das alles unter die Nase gerieben, aber in der Wissenschaft wird es einfach noch nicht angewandt, noch nicht gesehen, noch nicht als Potenzial. Und da ist aber verdammt viel Arbeit nötig, wenn wir dahin wollen, weil es nämlich bedeutet, dass die Forschungsergebnisse auch genau dahingehend aufbereitet werden müssen. Aber ich habe die Frage, wenn ich da kurz einhaken darf, auch so verstanden, dass es um Infrastruktur geht. Und wenn ich jetzt von mir selber spreche, dann ist man gebunden an die Infrastruktur, die die jeweilige Universität einem zur Verfügung stellt. Und an der Stelle würde ich sagen, naja, es ist auch viel erwartet von den einzelnen Wissenschaftlern, sich selber zu überlegen, was können denn gute Open Access, Open Tools sein, die ich verwenden kann für meine tägliche Arbeit. Ja, und dann ist es natürlich praktisch, auf Google Docs zuzugreifen. Also ich glaube, hier sind auch die Universitäten müssen gefordert zu sagen, wollen wir mit den großen Anbietern weiter zusammenarbeiten oder wollen wir nicht doch vielleicht auch da stärker im Sinne von Open Science arbeiten. Also so hatte ich die Frage so ein bisschen verstanden. Und ich glaube, das ist vielleicht auf einer Ebene auch eine politische Entscheidung. Und das wird auch in Zukunft sehr stark bestimmen, wo die Reise hingeht, dass auf politischer Ebene explizit gesagt wird, wir wollen auch Herr dieser Plattform sein und sie müssen uns helfen. Es muss die Wissenschaft vereinfachen, Reibung rausnehmen und einfach auch mehr Spaß wiederbringen. Ja, das ist oft schrecken Leute zurück und sagen, oh, da muss ich noch diese Metadaten sammeln und solche Sachen. Das Versprechen, und das müssen wir selber erst noch einlösen, ist, dadurch wird die Wissenschaft reibungsloser und wir Wissenschaftler haben auch mehr Zeit, darüber nachzudenken. Denn das ist häufig das Problem, dass man irgendwelche Sachen machen muss, aber nicht die Zeit zum Denken hat. Da gab es noch hier vorne bitte diese eine Frage. Ja, mein Name ist Alfred Reimann. Ich habe eine Anmerkung zu Qualität und Quantität. Letztlich gibt es Qualität ausschließlich im Subjekt. Es gibt auch Wissen im strengen Sinn, ausschließlich im Brain, im Einzelnen. Was wir austauschen, sind Informationen, sind Zahlen. Da kommen die Politiker und Ökonomen und sagen, wir wollen das rechnen. Aber das ist ganz am Ende. Ich war 25 Jahre Unternehmer, bis ich vor 15 Jahren mit Forschung angefangen bin. Und da zeigen sich die Dinge sehr deutlich. Die Zahlen sind ganz am Ende. Aber Handlung, Entwicklung, Produkte fangen mit einer Idee an. Mit irgendeinem Spinner, der sagt, ich glaube, das könnte eine interessante Idee sein, ein interessantes Produkt. Und so fängt ja auch Forschung an. Ich meine, alle Kinder werden als Wissenschaftler, als Neugierige geboren, genauso wie sie als Unternehmer geboren werden, weil sonst würden sie sich ihre Welt gar nicht erschließen. Unsere Frage muss doch sein, warum hören Sie irgendwann auf, Forscher zu sein und auch Unternehmer zu sein? Vielleicht liegt das daran, dass wir davon ausgehen, wenn Sie dann Abitur haben, studiert haben und jetzt müssen Sie alles nur noch richtig machen. Und schon gar nicht drüber nachdenken, warum es solche Strukturen gibt, gerade in der Wissenschaft. Das sind Hierarchien, das sind Herrschaftsstrukturen.
Wer war denn der erste Wissenschaftler vor 500, 600 Jahren, außer der, der eigenes Vermögen hatte? Das waren Kirchenangehörige. Und das hat sich heute nicht viel geändert. Denn ich bin vielleicht ein abschreckendes Beispiel dafür, weil ich durch einen Professor auf die Idee gekommen bin, zu forschen. Dann habe ich das gemacht, weil er meinte, als jemand, der 25 Jahre Unternehmensgruppe aufgebaut hat, habe ich praktisches Wissen und es wäre spannend, wenn ich mich mit Theorie beschäftige, weil ich ihn die 3 Jahre vorher schon als Seminarteilnehmer ihm und seinen Kollegen auf den Senkel gegangen bin als Gasthörer. Dann haben wir das gemacht. Ich habe mich 2 Jahre in die Bibliothek gesessen und die Standardwerke gelesen und dann habe ich neue Zusammenhänge entdeckt, haben wir das diskutiert. Und 3 Jahre später, das hat lange gedauert, 3 Jahre später habe ich etwas formuliert und er meinte, das ist spannend, das sollten wir mal mit ein paar Leuten, Studenten diskutieren. Also haben wir abgemacht, wir machen ein kleines Seminar, Einführung in die Genusswirtschaftslehre. Reimann hat kein Abitur, keinen akademischen Grad, nichts. Aber er meinte, Mensch, das ist ein spannender Ansatz. Wir haben das verabredet, Wintersemester 2008, im Frühjahr alles verabredet, alles super. Im gedruckten Verzeichnis stand mein Seminar drin, 2 Wochenstunden. Also 2 Wochenstunden, wo ich, da kommt der Ökonom, 19,78 Euro. Es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt wirklich unterbrechen muss und ich möchte das auch gleich weiterführen. Noch, wir haben 15 Sekunden Zeit und ich möchte mich noch ganz herzlich bei allen bedanken und wir sehen, hier ist noch viel Bedarf für Diskussion. Ich lade alle ein, da gleich weiter zu diskutieren. Ich bedanke mich bei allen Mitmachenden hier und lade zur nächsten Session dann auch wieder ein. Dankeschön und tschüss. Aber einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu Königsbissen, der Talkshow mit der Extraportion Liebe in diesen rauen Zeiten. Eine Stunde, ein Gast, ein gutes Gespräch. Bitte begrüßen Sie mit mir Ihren Moderator für den heutigen Abend, Lars Oliver Lücke. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe von Königsbissen. Und meine Damen und Herren, wir haben heute fast schon im Grunde eine Jubiläumssendung. Die 5. Ausgabe von Königsbissen. Ich finde, das sollten wir feiern. Ich habe die Tage gesehen, Stern-TV ist 25 Jahre alt geworden. Alleine Günther Jauch hat, glaube ich, 8.443 Sendungen gemacht. Herr Jauch, wir sind Ihnen auf der Spur. Heute begrüße ich ganz besonders meine Zuschauer in Norderney, natürlich auf Sylt, in Kapstadt und auf Hawaii. Aloha. Warum? Weil diese Orte, meine lieben Zuschauer, alle quasi das zweite Zuhause von unserem heutigen Gast sind. Ein Gast, der ein Leben geführt hat und immer noch führt, von dem wir, glaube ich, alle träumen, mich eingeschlossen. Wasser, Wind, Wellen, weiße Strände, ein Traum. Ob das Leben wirklich dort immer nur aus Puderzucker besteht, das wird er uns heute erzählen. Bitte begrüßen Sie mit mir heute Abend als meinen Gast den Surfgott Bernd Flessi Flessner. Herzlich willkommen. Na, moin. Grüß dich. Hallo, Bernd. Hallo. Wir setzen uns gleich hin. Gerne. Und legen los. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hast du es... Zu Hause, oder? Ja. Wie bei Oma. Ja. Hast du es gut gefunden? Hat mir ein bisschen schwer getan, aber wie gesagt, so ein Ostfriese, wenn man viel um die Welt reist, ja, dann findet man eigentlich jeden Platz. Schon, oder? Ja. Die Frage wäre natürlich jetzt, bist du ganz klassisch mit dem Auto gekommen oder bist du mit dem Surfbrett über Norderney in die Elbe in den Hafen? Bin ich nicht, aber klassisch muss man ja sagen, wenn man von der Insel will, muss man vorerst Fähre fahren. Ja. Wir haben in den letzten Tagen einen starken Sturm gehabt. Ja. Da war ich nicht auf Norderney, ich hätte eigentlich surfen gehen können. Es war ein bisschen zu kalt, okay, war dann Wiesbaden, aber bin gestern dann wieder auf die Fähre zurückgefahren. Heute Morgen wieder rüber, waren sehr hohe Wellen, waren eigentlich tolle Windsurfbedingungen. Mhm. Und dann mit dem Auto klassisch hier nach Hamburg. Okay.
Also wäre das für dich ein Wetter gewesen, das ist jetzt ja schon ein bisschen her, ist ja vor 2 Wochen ungefähr gewesen, der Sturm, dieser starke Sturm, Sturm Niklas, glaube ich, hieß der. Genau. Wäre das ein Sturm, wo du noch rausgehst eigentlich? Also geht man da noch Windsurfen oder war das dann auch zu viel? Also früher war es so, als ich noch jung war, hat mich da nichts abgehalten, auch nicht die Temperaturen. So, okay. Heute muss ich sagen, ist es so, dass mir das nicht mehr ganz so reizt, weil es schon sehr, sehr kalt war. Also okay. Wenn die Temperaturen, früher hatte ich so eine Regel, so eine Grenze von 7 Grad. So mhm. Bei 7, alles was so ab 7 Grad war, bin ich rausgegangen, egal ob Winter, Sommer. Wasser oder draußen? Nee, Luft. Wasser okay. Ist eigentlich total uninteressant, okay. Weil wir mit Schuhen und Windsurfanzügen gut geschützt sind. Okay. Was man nicht schützen kann, sind die Hände ja. Beim Windsurfen, sonst kriegt man dicke Arme. Und okay. Wenn es dann unter 7